Für Tunesien hat die EU ein Finanzierungsprogramm aufgelegt. Der IWF hat damit schon begonnen im letzten Jahr. Was bezweckt man mit diesen Finanzhilfen nach Tunesien? Also ich bin bei diesen ganzen Finanzhilfen skeptisch, denn vorher hat man ja, bevor man die Regierung Ben Ali gestürzt hat, ja die ganzen Konten Tunesiens international eingefroren über entsprechende Beschlüsse der Vereinten Nationen. Dann hat man in der zweiten Stufe diese Regierungen gestürzt, insbesondere auch die Regierung Ben Ali in Tunesien. Und dann hat man diesen Regierungen auf einmal jetzt kleine Beträge zurückgegeben und sich bestätigen lassen, dass das alles war. Das heißt, der Rest wurde schlicht und einfach von den Banken eingestreift. Und damit haben die einfach, unter anderem mit tunesischem Geld, aber auch mit dem Geld einer ganzen Reihe anderer Staaten, ihre Eigenkapitalquote erhöht. Deswegen haben die auf einmal keine Probleme mehr mit den Stresstests. Das heißt also, das ist in Wirklichkeit ein riesiger Raubzug gewesen. Der arabische Frühling stellt sich jetzt als Raubzug an arabischem Vermögen heraus. Und die Finanzhilfen, die jetzt fließen sollen, welche Effekte erwarten Sie? Gar keine. Das ist nur das Abfüttern von Kollaborateuren, die bei diesem ganzen Raubzug mitgewirkt haben, indem sie einfach bestätigt haben, dass das alles war, was sie zurückbekommen haben und dass mehr nicht zu holen ist. Bleiben wir nochmal beim arabischen Raum. Die Muslimbruderschaft möchte nach Graz übersiedeln. Die Polizei hat schon bekannt gegeben, es gibt keinen Anlass zu handeln. Die Muslimbruderschaft wird ja sehr stark von Saudi-Arabien und von Katar, das heißt also vom wahhabitischen Islam, von der schärfsten und, hätte ich gesagt, rückständigsten Form des Islam finanziert. Das hat der Westen lange Zeit einfach ignoriert und hat zugeschaut. Die Amerikaner haben es sogar noch befördert, als die Muslimbruderschaft in Ägypten an die Macht gekommen ist. Gott sei Dank haben die innerhalb kürzester Zeit auch der ägyptischen Bevölkerung gezeigt, welche antiquierte Form von Gesellschaft sie sich vorstellen, und haben dort total versagt und sind daher von der ägyptischen Bevölkerung wieder gestürzt worden. Das heißt also, wie man so verrückt sein kann, sich derartig steinzeitlichen Islam nach Österreich zu holen, wird die österreichische Politik noch erklären müssen. Ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass man sich diese Organisationen ganz genau anschaut und frühzeitig auch auf die Bremse steigt. Denn Organisationen wie die Muslimbruderschaft halte ich für verfassungsfeindlich und daher auch für unzulässig. Jetzt beruft man sich ja gerne auf die Religionsfreiheit im Zusammenhang mit solchen Organisationen. Wo sind die Grenzen der religiösen Freiheit? Das ist ganz klar unsere Rechtsordnung. In dem Punkt, wo unsere Rechtsordnung nicht mehr respektiert wird, und das tut der wahhabitische Islam nicht. Führerscheinverbot für Frauen ist ja noch das Gelindeste. Die haben ja steinzeitliche Vorstellungen von der Wirkmacht der Scharia als Grundlage der Rechtsordnung. Das heißt also, mit der Todesstrafe, mit dem Recht, mehrere Frauen zu besitzen, minderjährige Frauen zu besitzen. Also das sind ja alles Dinge, die mit unserer Form von Gesellschaft überhaupt nicht vereinbar sind. Und dort ist ganz klar die Grenze. Also ich bin der Meinung, dass man daher diese Organisationen von vornherein als verfassungsfeindlich und mit unserer Rechtsordnung unverträglich verbieten sollte.